Hallo, grüß euch zur neuen Folge von Let's Barbecue and Grill. Da sind meine Zutaten, ist heute nicht recht viel, aber aus dem machen wir so was Leckeres draus. Was habe ich denn da alles? Da habe ich eine Carré-Rose, das ist praktisch von Carré, das ganze Fett habe ich runtergeschnitten. Das ist die Carré-Rose. Da habe ich einen recht guten Schinken und einen Käse. Und da habe ich ein Baconnetz gebastelt. Da habe ich eine Barbecue-Sauce eurer Wahl, ihr verwendet die, was ihr wollt. Dann habe ich da einen Pinsel. Dann brauche ich ein Messer, da drunten hat es ein Brett versteckt, da ist das Gitter von der Konzessform von der großen und da ist die kleine Konzessform, die brauchen wir auch. Gewürze haben wir diesmal gar keine, weil wir kriegen genug Geschmack vom Speck, vom Schinken, Käse und alles seine. Dann legen wir mal los. Das Beckennetz, wie das gemacht wird, könnt ihr euch in einem anderen Video anschauen, ich habe das gemacht. Weil, wenn ich euch das jetzt sage, das dauert mir zu lang. Ich habe das auf eine Backpulver gelegt, das tun wir einfach mal beiseite. Da habe ich mein Brett, da habe ich mein Carré. Und das versuche ich jetzt aufzuschneiden, dass wir es aufkloppen können. Wie gesagt, ich versuche es. So, da, das ist mir stellenweise ein wenig zu dick. Dann nehme ich eine Frischhaltefolie. Und meinen Meinungsverstärker mit der glatten Seite. Und dann klopfen wir es noch ein. So schaut es jetzt aus. Hat eine schöne Form, die Dicke, die passt. Jetzt belegen wir es. So, da innen kommt ein bisschen Barbecue-Sauce. So, die verstreichen wir da rein. Das ist eine rauchige. Dann nehme ich da meinen Schinken. Da habe ich einen Emmentaler Käse, den lege ich ein bisschen so her. Jetzt nehme ich den Schinken und schlage ihn ein bisschen um. Und dann legen wir wieder einen Schinken drüber. Das probieren wir jetzt einrollen. Auf der Seite ist das schräge und kurze Ende. Gucken wir ein wenig um. Da habe ich mein Beckennetz, das brauche ich dann auch, dass es zusammenhält. Und jetzt drehen wir da einfach rein. Wie gesagt, Gewürze brauchen wir keine, das kommt alles vom Schinken und dann auch vom Speck außen. Dann muss man festziehen. Da habe ich jetzt ein schönes Backerl. Ziehen wir das alles weg. Und das wickeln wir da ein, dass es zusammenhält. Mit der Fläche nach unten, ungefähr da. Wie man einen Speck auf. Mein Beckennetz ist ein wenig zu groß geworden. Aber das macht gar nichts. Kann nie genug Speck haben. Da habe ich jetzt die kleine Konzessform, da ist nur ein bisschen Wasser drinnen. Da kommt das Gitter drauf. Da kommt jetzt der Apparillo drauf. Das werde ich mir so ein bisschen ankleben. So. So schaut es jetzt aus. Mit dem gehen wir jetzt zum Grill aus. So.
So, wir sind jetzt beim Grill. Linke Brenner sind an, rechte Brenner, da mitten ist nichts. In die Mitte legen wir das schön wieder. Da liegt er jetzt, den darf man noch verkabeln. So, macht da in der Mitte einen Einstich. So, verkabelt ist er. Wie lange wir dann noch brauchen, sage ich euch dann noch. Was für Kerntemperatur wir haben, sage ich euch auch noch. Den haben wir jetzt verkabelt. Deckel zu, dann heißt es warten. So, da, so schaut er jetzt nach einer Stunde aus. 44 Grad Kerntemperatur haben wir jetzt nach einer Stunde. Gestartet habe ich bei 17 und bei 65 kommt raus. Dann tun wir wieder weiter. So, da. Jetzt hat er noch 1,5 Stunden 60 Grad. Jetzt tun wir ein bisschen Barbecue-Sauce drauf. So, und bis 65 Grad dauert es nicht mehr lang, machen wir den Deckel wieder zu. So, da, jetzt ist er fertig. 65 Grad Kerntemperatur, 1 Stunde 45 Minuten. Tragen wir uns jetzt rein, dann schneiden wir auf. So, da, jetzt sind wir drinnen. Jetzt schneiden wir da mal rein. Schauen wir mal. Jawohl, so muss es ausschauen. Einfach zu machen, wenig Zutaten, der Käse ist noch drinnen. Probiert es einmal aus, geht sehr einfach, kann man super vorbereiten. Ich sage danke fürs Zuschauen, vielleicht gebt es einen Daumen nach oben oder abonniert meinen Kanal da irgendwo oben. Ich darf mich freuen, bis zum nächsten Mal, euer Heinz von Let's Barbecue & Grill. Tschüss!